Was geht ab, ihr schlägigen Stinker? Heute schauen wir uns mal die berühmtesten Zaubertricks der Welt enthüllt an. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like, da schaffen wir heute 840 Likes. Hallo zusammen. Einige von euch sind vielleicht Fans von David Copperfield oder Harry Houdini. Diese Illusionisten sind auf der ganzen Welt berühmt, aber nur wenige Menschen verstehen, wie ihre Tricks funktionieren. Mhm. Wow. Hä? Heute werden wir über die erstaunlichsten Tricks sprechen und versuchen, die Geheimnisse dahinter zu enthüllen. Denkt ihr, dass wenn ihr die Geheimnisse der Zauberer erfahrt, ihre Tricks vielleicht nicht mehr so erstaunlich erscheinen? Aber andererseits werdet ihr die Gelegenheit haben, einige von ihnen nachzumachen. Los geht's! Okay, ich bin gespannt, Alter, ich bin gespannt. Check Brain Time ab! Die Zaubertricks, Bro. Gefährliches Schwert. Digga, kleine Side-Story. Ich hatte als Kind immer so einen Zauberkasten und dachte, ich wäre der überkrasste Zauberer der Welt, Mann. Absolut lost. Ich hatte einzige Trick, den ich konnte, in meiner Hand irgendwie so, da war so ein Ball und dann hast du so eine Serviette oder so ein Tuch reingestopft und dann quasi Hand aufgemacht und auf einmal war der Ball da so. Oh, du hast ein Tuch verschwinden lassen und da war so ein Loch im Ball. Voll dumm, Digga, Alter. Ich habe mich gefühlt wie nochmal was. Jedes Jahr wollen Tausende von Menschen ihr Glück bei der Show Britain's Got Talent versuchen. Aber jeder Teilnehmer ist unglaublich talentiert. Das lässt sich schwer bestreiten. Aber es gibt einen, der wirklich die Herzen des Publikums gewonnen hat. Der junge Illusionist namens James Moore, der das Halbfinale erreichte, gewann das Publikum nicht nur mit einem angenehmen Lächeln, sondern auch mit seinen wunderbaren Tricks. Sobald er auf der Bühne erschien, zeigte er ein paar Tricks, aber als er ein langes Schwert vor der Jury erschien, hielten alle den Atem an. Zwei maskierte Assistenten hoben den Zauberer über die Spitze und ließen los. Es scheint, dass Jakobus auf der Spitze des Schwertes liegt und nach einigen Augenblicken durchbohrt das Schwert seinen Körper. What? Richter, Zuschauer und Fernsehmoderatoren sind unglaublich verängstigt, können aber trotzdem nicht die Augen von ihm abwenden. Assistenten erscheinen wieder auf der Bildfläche und helfen Moore aufzustehen. Er ist gesund und munter und erhält von den Richtern ein einstimmiges Ja. Wie hat er es also geschafft, bei so einem riskanten Trick nicht verletzt zu werden? Natürlich ist dies kein echtes Schwert, sondern ein gefälschtes. Sobald der Zauberer auf die Spitze kommt, faltet es sich nach innen und bildet eine flache Oberfläche. Darüber hinaus steckt auch sein Kostüm voller Geheimnisse. Tatsächlich befindet sich auf der Rückseite des Illusionisten ein festes Futter mit einer speziellen Tasche, die an dem Schwert befestigt wird. Der Rest hängt von den körperlichen Fähigkeiten des Magiers ab. Er muss das Gleichgewicht halten und den ganzen Körper anspannen, damit das Publikum nichts Verdächtiges bemerkt. Wenn die Klinge Jakobus aufspießt, faltet sich das Schwert nach innen und der Illusionist holt mit einer schnellen Bewegung ein Duplikat der Spitze aus der Geheimtasche heraus. Danach muss er das Gleichgewicht halten und das ist nicht so einfach. Tausende von Menschen beobachten einen dabei. Obwohl der Trick nicht kompliziert zu sein scheint. Also es ist halt komplett fake, aber es ist trotzdem eine Kunst, das so cool runterzuspielen, Mann. Das trainierst du halt. Du trainierst einfach so eine Fake-Show. Mehr machst du eigentlich nicht. Ja, fast wieder ein anderer YouTube-Kanal. Halten wir euch dringend davon ab, zu versuchen, ihn zu Hause nachzumachen. Denkt daran, dass James Moore ein professioneller Zauberer ist, der offensichtlich mehr als einen Tag damit verbracht hat, seine Show zu proben. Krass. Kartentricks. Not bad. GG's, Bro. Dicke GG's, Bro. Sehr dicke Dies GGs. Ist eine weitere Talentshow, diesmal in den USA. Einer der Teilnehmer von America's Got Talent überraschte das Publikum mit einer Reihe von unglaublichen Kartentricks. Eric Jones näherte sich langsam der Jury und bittete einen von ihnen, eine Karte zu unterschreiben. Dann holt er einen Hammer heraus und schlägt auf seine Hand. Und die unterschriebene Karte verschwindet im Nu. Um die Jury zu beeindrucken, riskiert Eric seinen Ruf und schlägt mit einem Hammer auf den roten Knopf eines anderen Jurymitglieds, um die zuvor verschwundene Karte zu bekommen. Oh mein Gott. As the card completely vanished. Could it be? This is my card! Lol. Der Trick scheint unrealistisch und das ist für einen Durchschnittsmenschen schwer herauszufinden. Zu Beginn solltet ihr wissen, dass die Kleidung des Illusionisten bei Kartentricks eine besondere Rolle spielt. Sobald der Fernsehmoderator die Karte unterschreibt, faltet der Zauberer sie vor den Kameras und versteckt ein Stück Papier in seiner Geheimtasche, wobei er mit einem Hammer auf seinen Arm schlägt. Aber dies ist so ein schneller Moment, dass alle fünf Richter es nicht bemerken. Dann zertrümmert Jones den roten Knopf, um die Karte daran zu enthüllen. Tatsächlich handelt es sich aber um ein Duplikat, gefaltet wie eine signierte Karte. Mit der gleichen schnellen Bewegung wechselt der Zauberer die Karten in seiner Tasche und die Jury sieht die Karte, auf welche er seinen Namen geschrieben hat. Hat es irgendwer von euch geblickt? Digga, ich check gar nichts. Wie kommt jetzt die Karte da unter den Button? Weil, Bro, hat es irgendwer von euch verstanden? Digga, ich schwöre, ich hab's nicht geblickt. Wie kommt die Karte unter den Buzzer? Kann mir das jemand nochmal in Grundschulniveau erklären, bitte? Schwinden aus der Box.
Es scheint, dass der beste Weg zum Erfolg für begabte Illusionisten daran besteht, in einer Fernsehsendung Ruhm zu erlangen. Vor ein paar Jahren schockierte ein Team von Zauberern das Publikum mit einer unglaublichen Leistung während der Besetzung von Israel's Got Talent. Der kleine Junge verwandelte sich in einen Erwachsenen und wird in eine Kiste gesperrt. Wir sehen, wie Tomer Dudais Hände aus der Kiste ragen, aber dann schieben die Assistenten die Wände vor die Kiste, bis kein Zentimeter mehr übrig ist. Vor einer Minute stand Tomer noch vor uns und jetzt steht er hinter der Jury. Wie ist das möglich? Ist das echte Magie? Nun, nein. Das ist ein sehr talentierter und erfinderischer Illusionist. Man beachte, dass wir es hier mit zwei Strukturen zu tun haben. Neben einer Loge sehen wir auch eine kleine Treppe. Es scheint, dass ein Erwachsener leicht hineinpassen kann. Sobald der Zauberer in die Kiste kriecht, sinkt er sofort tiefer und steigt in die Treppe, die hinter den Vorhängen getragen wird. Ein anderer Mann bleibt in der Kiste und zeigt seine Hände. Während Tomer zu den Richtern eilt, steht der Mann, der ihn ersetzt, in einem geheimen Fach. Er winkt mit den Händen und steigt dann in den doppelten Boden der Box. Dank der dicken Wände der Loge versteckt er sich vor allen Augen, aber keiner der Zuschauer sieht ihn. Man muss sehr flexibel sein, um seine Position nicht preiszugeben und während der gesamten Show in einer unbequemen Position zu bleiben. Magische Tafel. Bro, hab ich auch wieder nicht gecheckt. Ich glaube, Zaubern ist anscheinend einfach nichts für mich. Hat man damals schon gesehen als kleines Kind. Bro, ich hab's auch wieder nicht gecheckt. Ich hab keine Ahnung, wie kann der da drin sitzen? Da war doch unsichtbar, da war doch nichts. Ah, ich check's nicht, Bro, ich check's nicht. Es stellt sich heraus, dass man schon in jungen Jahren ein Illusionist werden kann. Als die Magierin Issy Simpson erst 8 Jahre alt war, kam sie in die Besetzung einer Talentshow. Das Mädchen gab eine faszinierende Darbietung und versetzte das erwachsene Publikum in Erstaunen. Die Magierin näherte sich der Jury und nahm 3 ihrer Lieblingsbücher aus einer Kiste, die sie mitgebracht hatte. Als sie zur Seite trat, bat die kleine Hermine Granka eines der Jurymitglieder, ihren Karton aufzuheben. Aber er konnte ihn nicht bewegen, nicht einmal mit Hilfe seines Kollegen. Hä? Safe Magnet oder so? Es stellte sich heraus, dass die Schachtel tatsächlich in einem Geschäft für 300 britische Pfund speziell für Issys Zaubertrick gekauft worden war. Sie war mit einem Schalter ausgestattet, dank dessen die Schachtel buchstäblich an jeder glatten Oberfläche kleben bleiben konnte und nicht mehr zu heben war. Die Preisrichter hätten die Kiste wahrscheinlich mit mehr Kraft von der Tischoberfläche abreißen können, aber sie hätten sie nicht bewegen können. Lol. Als nächstes bat die junge Magierin ein anderes Jurymitglied, ein Buch zu öffnen und ein beliebiges Wort laut vorzulesen. Dann ging Issy zu einer Tafel, entfernte das rote Tuch, mit dem sie bedeckt war, und drehte sie zu den Zuhörern um. Jeder konnte das Wort aus dem Buch vorlesen, das zuvor darauf gesagt worden war. Es schien unwirklich, schrieb das Mädchen das Wort mit Kreide unter Verwendung von Telekinese, aber wie in der vorherigen Geschichte funktionierte der Trick dank der modernen Technologie. Überraschenderweise ähnelte die Tafel von Issy dem elektronischen Gerät Lynx Blackboard, das für 3000 Pfund erhältlich war. Es handelt sich um eine gewöhnliche Schultafel mit einem mechanischen System zum Schreiben mit Kreide. Sie ist mit einem anderen Gerät verbunden, auf dem der Assistent des Zauberers das Wort schreibt und es wird drahtlos auf der Tafel angezeigt. Bro, es ist halt so assi eigentlich, ne? Bro, da sitzt hinter der Bühne irgend so ein Thorsten und schreibt da auf seinem iPad irgendwas drauf und du denkst so, oh mein Gott, Bro, die hat gerade Telekinese, Dingsbums, Gedankenübertragung gemacht. Tschüss, Bro, Alter, krass, der Zaubertrick überhaupt dabei ist, halt einfach nur der Thorsten, der hinten den Knopf drückt, Alter, Junge. Alles, was man braucht, ist, dass der Magier dem Assistenten ein paar Sekunden Zeit kauft. Ein ähnlicher Trick wurde von dem Mentalisten Dan White vollführt, als er zu Jimmy Fallons Tonight Show kam. Ein fehlendes iPhone. Matt Franco aus den USA beschloss, Melanie Brown, einer der Jurymitglieder der Ausstellung, einen Streich zu spielen und verbrannte sofort ihr Telefon. Es begann ganz unschuldig. Die Jurymitglieder wählten Karten aus dem Stapel aus, machten Fotos mit ihnen auf dem Telefon der Sängerin, aber der Zauberer war so aufgeregt, dass er das Telefon in ein Glas Wasser fallen ließ. Aus dem Gesicht der Sängerin ist klar ersichtlich, dass sie darüber nicht sehr glücklich ist. Der Typ versuchte seinen Fehler zu beheben und trocknete Melanies Telefon mit einem Föhn, nachdem er es in eine schwarze Tasche gesteckt hat. Es begann Rauch abzugeben und verschwand dann ganz. Chili, believe it or not, gone. Die Kollegin der Sängerin Heidi Klum rief das fehlende Telefon an und das Publikum war sofort begeistert. Alle hörten den klassischen Klingelton des iPhones. Melanie eilte zusammen mit dem Zauberer zu den Sitzen, wo sie ihr Telefon in den Polstern fand, die Franco mit einem Messer aufschnitt. Noch erstaunlicher ist, dass in der Galerie des Telefons ein paar Minuten zuvor Fotos von Karten gemacht worden waren. Es könnte schwierig sein, diesen Zaubertrick herauszufinden, aber wir werden es versuchen. Zunächst einmal hat Matt von Anfang an ein kaputtes und nasses iPhone in das leere Glas von Melanie gesteckt. Er vertauschte die beiden Telefone und lenkte das Publikum von dem leeren Becher und dem trockenen Telefon ab. Zweitens befanden sich in der Tüte mit dem nassen Telefon tatsächlich Trockeneisstücke, die unter dem Einfluss der heißen Luft aus dem Föhn zu schmelzen begannen und den Raucheffekt erzeugten. Bemerkenswert ist, dass die
die Tasche nur ein Stück Stoff war, das zur Hälfte gefaltet war und das darin befindliche Telefon nicht verschwand, sondern nur in der Falte hing. Drittens hatte Matt offensichtlich einen Assistenten, der zur gleichen Zeit wie Heidi Klum ein anderes Telefon anrief. Die Magierin schnitt den Sitz mit einem Messer auf und bot der Besitzerin des Telefons an, es sich selbst zu holen. Oh, sieh dir das an. Es war die ganze Zeit darin. Eigentlich hatte man uns schon wieder reingelegt. Melanie Brown hielt ein gefälschtes iPhone in der Hand. Der Zauberer schickte ihm einfach die zuvor aufgenommenen Fotos. Es mag einfach erscheinen, aber wie lange hat es gedauert, bis Matt diesen Trick ausgearbeitet hatte, sodass alles von der ersten Aufnahme an vor so vielen Leuten reibungslos ablief? Warte mal, die hat ja dann nicht ihr echtes Handy in der Hand, das merkt die doch, oder? Das merkt die doch dann, dass es halt... Bro, ich check nichts, dieses Video hat mich so verwirrt. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr neu seid, Bro, ich habe keinen Trick geblickt, ich bin kein Zauberer, aber danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video, peace out rein, okay, tschüss.